Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, wie es sich anhört und wie es ist, bei mir im Auto mitzufahren. Juhu. Ich habe Dennis, als wir seinen Auspuff umgebaut haben, die Kamera in die Hand gedrückt und habe mit ihm eine Runde gedreht. Richtig so. Ah. Ist halt so, ah, yeah, boy. Ja, Vlog-Style, yeah. Alter. Yeah. Ihr habt ein bisschen seine Reaktion vom Auspuff-Sound. Das ist geil, das ist krank. Reven. Das ist wirklich krank. Bang, bang. Innenraum. Alles ist dabei, also viel Spaß bei der ganzen Nummer. Als wir den Auspuff umbauen beim M53 B30 bei dem E92 325i von Dennis vorgenommen haben, haben wir uns natürlich vorher ein bisschen getroffen und sein Auto und auch mein Auto gefilmt. Er hatte das erste Mal die Kamera in der Hand, deswegen hat ein bisschen Nachsicht, dass die Aufnahmen noch alles ein bisschen, eigentlich ein bisschen unscharf sind, aber im Endeffekt konnten wir genug Soundmaterial einfangen und wir haben uns ein bisschen unterhalten auf der Fahrt. Seine Fragen gestellt, seinen Eindruck haben wir auch ein bisschen mitgenommen, wie er den Sound empfand, ob es zu laut, zu leise war. Zu dem Zeitpunkt war der Soundgenerator noch nicht drin, also für diejenigen, die jetzt schon den Soundgenerator kennen, habt ihr auch hier den direkten Vergleich, wie das jetzt ohne Soundgenerator klingt. Und ansonsten, ja, freue ich mich, dass ihr dabei seid. Wenn euch das Ganze soundtechnisch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Warte mal, ich geh mal nochmal den Tacken nach hinten. Mal gucken, wie man es hier auch bei uns scharf kriegt. Ja. Schauen, ob du dich auch mit drauf nimmst. Richtig so. Ah. Ist halt so, ah, yeah, boy. Ja, Vlog-Style, Alter. Yeah, Scheiße. Er kennt's doch gar nicht hier, ne? Nur eben hat sich umgeballert dann, ne? Ja. Ist halt ein bisschen mehr Sound, den du kriegst. Ja, klar, aber Leistung nicht unbedingt. Ist halt wirklich nur Soundsache, ne? Nicht merkbar. Das Einzige, was du hast, ist, wenn du normal fährst, du irgendwie ganz normal durchschaltest irgendwie. Ja. Zum Beispiel im dritten gehst du manchmal runter. Das war jetzt nicht. Der fängt dann selber an zu knallen. Das hatte ich ohne Luftfilter manchmal nicht, wenn du normal gefahren bist. Okay. Also provoziert dir das noch mehr, das Knallen? Ja, der lässt halt irgendwie einen raus, wenn du so fährst, macht das
sag ich mal. Obwohl jetzt gar nicht der Stab ist, da voll durchzuballern. Bremsen, das hast du leider auch, ne? Ne, das ist durch die Bremsbeläge, dass sie quietschen. Ach so. Ja. Ist halt, ich kann das auch nicht vergleichen, so, weil ich saß bei meinem zum Beispiel noch nie auf dem Beifahrer. Also weiß nicht, ob das jetzt von 25 auf 30 so ein Unterschied ist. Ja, wie oft fährt man seine eigene Karre? Ne? Ja, das ist es. Richtig. Das ist sexy. Alter. Das ist schon eklig pervers geil, ey. Steig mal aus. Ja. Gib alles. Ich denke immer wieder, ich fahre irgendwo hin, ich denke mir so, warm auf dem Ring, hast du halt irgendwelche M4, ist richtig krank oben raus und sowas. Ja gut, die dann aber auch wahrscheinlich keine Straßenzulassung genau, haben, oder? Genau, dann fährst du da nach Hause, denkst du wieder machen und so. Ich muss wieder ändern. Ich muss wieder mehr machen. Das reicht nicht, man gewöhnt sich dran. Man denkt, wo ist denn das Raum und so? Ja. Ja, aber auf jeden Fall das mit dem Blubbern, das ist krank. Das ist halt der N52er, ne? Das ist das geile Rotzige auch oben. Ja, das auf jeden Fall, das muss ich sagen, das ist sehr geil fahrbar. Der Umbau, den ich vorher hatte, das war zu krank, weil der war halt nicht dicht vorne, ne? Mit den Schellen. Ich habe ja zweimal Mittelschell einfach Umbau gemacht. Ja. Und der war halt nicht, wenn du in den ersten Gang in der Stadt durchgezogen bist, die Leute sind zur Seite ist wirklich gesprungen und manchmal so zwei Schritte zurück und so. Ja, weil die dachten, was kommt denn jetzt, oder? Ja, weil der klang ja von vorne dann deutlich kranker, ne? Ja. Der klingt von vorne sowieso schon ziemlich geil, aber dann. War das wirklich so, dass du. Das Reden am eskalieren. Ja, und ich dachte halt so, was kommt da? Also, ich muss ja gestehen, ich bin schlechter Beifahrer. Ja, alles gut. Halt ja nichts unter Kontrolle dann. Ja, das ist immer ein ekliges Gefühl. Man muss halt Vertrauen haben in die Leute. Ja. Aber wenn du ein schlechter Beifahrer bist, kann es sein, dass du dann ein besserer Fahrer bist dann als die Leute, die halt rumscheißen. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ne? Also. Vielleicht den Obstel Clark. Den Boom, weg. Ich meine, es ist halt easy fahrbar. Also der Spagat ist halt geil in der Hand. Ja, auf jeden Fall. Vor allem dann. Ja gut, das Einzige, was mehr sein könnte, dürfte von mir aus halt, dass der im Stand vielleicht noch ein bisschen blubbert so. Ja. Das wäre noch sexy, aber ansonsten. Ja, das am Stand mehr macht. Genau, aber ansonsten ist ja geil da, der Klang, ne? Ja.
mir das Bremsenquietschen sich geändert. Ich habe es am Anfang mal gehabt und mich tierisch aufgeregt. Mhm. Ich dachte, hey, klingt wie so eine Dampflok oder so eine S-Bahn. So, ja. Mir richtig genervt. Und dann irgendwann war ich so beim Ringen und dann höre ich halt überall quietschen die Bremsen und alle und sowas. Und dann haben sie ihre krassen Bremsanlagen dran und ich so, das ist Racing. Ja, genau. Das und muss dann, so, Alter. Das muss so, wenn du Racing bist. Und ich bin halt eher so Optik, ne, ist eine Sache. Ja, aber ja, genau. So Racing ist halt so, die Performance will ich halt haben, dass das Ding, ja, dass geil, das Ding klingt, geht, also genau. Geil klingt, geil fährt und solche Geschichten. Das ist eher so mein Fokus erstmal drauf. Ja, das Bevor auf jeden Fall. Irgendwas gemacht habe, habe ich meinen Auspuff gemacht. Ja, du siehst ja bei mir, ich auch. Ja. Und das ist auch so, das ist halt so mein Ding. Und da fand ich halt schon ziemlich so geil. Und dann habe ich ja auch diese Bremsen mir geholt, wo ich ja wusste, dass sie quietschen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, ist mir Latte. So, ist halt gerebrained, also gerebrained. Also jetzt denke ich auch so nicht, oh, S-Bahn, voll peinlich, so alter Golf 1 oder so. So ja, jetzt, ja, genau. Hey, ich habe Racing. Und die Leute, die keine Ahnung haben, dann kannst du halt auch sagen. So, hey, das, ey, das musst du, Alter. Das musst du. Keine Ahnung, Junge. Wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Schnauze halt. Halt dein Schnauze. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen, dass ihr ein bisschen Eindruck bekommen habt, wie mein Auto so klingt und ein bisschen den Talk, den wir miteinander hatten. Das war auf jeden Fall derbe korrekt, dass ich mich dann mit Dennis getroffen habe und dass wir da gequatscht haben. Natürlich muss man ein bisschen bedenken, die Kameraführung ist ausbaufähig. soundtechnisch war auch ein bisschen leider was schief gelaufen, weil das Mikrofon war zu empfindlich gepegelt. Aber aktuell ist das, was ich nur liefern kann. Aber ich denke so, für den ersten Versuch, den wir mal so gestartet haben, war das so immer ganz nice. Ich weiß noch nicht, vielleicht muss ich mir irgendwann mal einen Juni suchen oder einen Nobby, der sich auch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, kameratechnisch was aufzunehmen. Ansonsten freue ich mich echt total darüber. Ich habe gestern Abend die 400 Abonnenten geknackt. Ist echt crazy, also 400. Wuhu! Ist echt nice. Ja, kommentiert weiter gerne viel. Ich liebe Kommentare zu lesen und ich antworte auch immer extrem gerne. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat und subscribe den Channel, wenn ihr Bock habt. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ansonsten, ja, fahrt weiterhin vorsichtig, liebt den Sechszylinder und bis bald. Peace.